Können wir Bruder Alberto helfen? Und ist Dracula hinter dieser Tür? Ist das überhaupt Bruder Alberto? Schauen wir mal. Herzlich willkommen in der Welt der interaktiven Geschichten. Ich bin Kiki und das ist mein heutiger Gast. David. David. David, wir haben Schokoboy. Irgendwas mit schwarzen Johannisbeeren aus Russland. Sieht aus wie so magische Pilze. Oh, russische magische Pilze. Ja, schauen wir mal. Ich meine, wir haben hier das Finale. Wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Vielleicht war das letzte Spiel. Mal schauen. Ah, die sind hier nochmal extra eingepackt in so ein Tütchen. Darf ich mal? Sehr gern. Boy. So, und riechen tatsächlich auch so wie... Wow. Ach, das ist krass. Also, die haben hier so ein Weizenstäbchen. So ein Weizen-Cookie-Stäbchen, so wie Salzstange. Und da oben drauf, was ist das? Ich glaube, es ist so weiße Schokolade. Das ist was Schokoladiges. Weiße Schokolade mit schwarze Johannisbeergeschmack. Interessant. Leute, das wird von Orion hergestellt. Kennen wir alle aus der... ne? Ja, woher? Aus einer Dokumentation, die wir mal geguckt haben. Ne, ja, ja. Andere Sachen. Ein Freund eines Freundes hat die mal gesehen. Ja. Auch von Form her, also was Orion sonst herstellt. Es schmeckt tatsächlich ganz gut. Also es ist... Ja, man kennt ja so diese mit Schokolade überzogenen Stäbchen. Ich finde das nicht schlimm, wenn wir so erotisches Essen. Guck dir mal das Dracula, wie er herlegt. So. Ja. Casting Couch. So. Okay. Alberto, wieso bist du nach? Ja, genau. Ja, weil der gleich geopfert werden soll, deswegen. Aber wir müssen erstmal die Mönche loswerden. Die Mönche feiern da ihre eigene Party. Scheinbar. Bemerken uns nicht mal. Von nun an herrscht hier unangefochten... Das haben wir schon diskutiert. Blut. Auch das ist vorhanden. Und ein Kelch. Ah, die trinken da immer draus. Regelmäßig, um aus diesem Kelch zu trinken. Tja, den tauschen wir doch mal aus, würde ich sagen. Der sieht ja identisch aus. So, jetzt muss ich nur noch darauf warten, dass ein Mönch Durst bekommt. Dann dreh mal die Musik auf. Genau. Dann passiert das schon. Und? Ne, genau. Trink mal einen Schluck. What? Ich meine, gut, das ist ein bisschen doof. Dann sind die anderen ja gewarnt. Voll die Zombies. Ah, die essen. Ach so, ja. Tatsächlich Zombies eigentlich. Wenn diese Mönche beschäftigt sind, habe ich Zeit, Alberto zu befreien. Ja, okay. Okay. Viel Spaß, Leute. So. Ist das jetzt der Schlüssel für den Käfig oder... Ach, nee. Alberto, mein Junge, Kopf hoch. Nee, wir lassen ihn erstmal drin. Der hat noch wichtige... Sind Sie das, Bruder Alberto? Bruder Alberto! Ja, das ist. Ja, Mann. Schrei doch nicht so. Ich will Sie hier rausholen. Kommen Sie mit. Mein Bein ist gebrochen. Ich werde nicht weit kommen. Mein armer Freund, was haben Sie ihnen nur angetan? Schriftrollen, ach übrigens. Ich brauche Ihre Hilfe. Ich muss eine junge Frau retten und habe hier einige Papyrusrollen aus Ägypten, die wohl nur Sie entziffern nur können. Nur Sie? Grundgütiger. Aber was haben die denn nur mit ihren Augen gemacht? Oh. Die sind dem Dämon treu ergeben. Ja. Jeder einzelne von ihnen. Ich war der Einzige, der den Versprechungen des Fürsten der Finsternis keinen Glauben geschenkt hat. Die anderen sind ihm erlegen und zum Bösen konvertiert. Folglich haben sie das mich Böse, die neue Religion. Wenn sie mich getötet hätten, wäre ich im Paradies mit unserem Herrn vereint gewesen. Aber das hätten sie nicht geduldet, diese auf ewig Verdammten. Sie haben mich gefoltert. Wieder und immer wieder, damit ich mich auch der Verdammung ergebe. Trotz all der Qualen habe ich nicht nachgegeben.
Aber die Texte, die sie mir gezeigt haben, ja. Tja. Werde ich nicht das mehr ist lesen können. Jetzt schade. Ach, Minaret. Bruder, helfen Sie mir. Ja, wie denn? Der Fürst der Finsternis, der diesen heiligen Ort entweiht hat, hat ein junges Mädchen mit einem Fluch belegt und ich muss es retten. Einige abscheuliche Rituale wurden in meiner Abwesenheit und manches Mal in meinem Beisein abgehalten. Hinter all dem steckt der Fürst der Finsternis. Er bezieht seine Stärke aus seinem Grund und Boden, getränkt vom Blut Unschuldiger. Und so muss ihm auf seinem Grund und Boden Einhalt geboten werden. Er muss gezwungen werden, diesen Ort zu verlassen, auch wenn es nur für kurze Zeit sein mag. Die übernatürliche Verbindung, die ihm Zugang zur Welt und zu denen verschafft, die er kontrolliert, würde ebenfalls verschwinden. Aha. Und so wären die unschuldigen Seelen erlöst. Jetzt sind sie da, wo sie hingehören, Bruder Alberto. Ein Engel im Paradies. Ach, der ist tot. Okay, danke. Ach so, das ist aber sehr... ja, sehr das waren seine letzten Worte. Und dann, gut, machen wir jetzt die Tür auf. Ach, haben wir schon den Schlüssel. Danke für nichts. Ja, naja, gut, ich meine... Wenn man Texte nicht lesen kann, ist es halt schlecht. Was ist los? Huch. Ich habe mir Sorgen um Sie gemacht. Ich wollte mich in der Universität umsehen und bin erst vor wenigen Minuten zurückgekehrt. Ich habe die Herzogin ohnmächtig auf dem Boden gefunden. Oh. Und Mina, sie ist weg. Tja. Herzogin, geht es Ihnen gut? Was ist passiert? Ich muss bewusstlos geworden sein. Die ist eine große Hilfe immer. Ja. La, 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 la. Ich habe gelauscht und es klang so, als wären mehrere Personen im Treppenhaus. Ich wollte die Tür abschließen, aber dann habe ich einen Schmerz im Nacken verspürt. Oh. Und dann gar nichts mehr. Ich hoffe, Mina ist wohl auf. Hat die jetzt... Sie liegt nicht mehr in ihrem Bett, aber ihre Habseligkeiten sind alle hier. Oh mein Gott, was sollen wir tun? Oh mein sollen Gott, wir tun? Was sollen wir tun? Wir müssen die Polizei anrufen. Diesen Kampf müssen wir alleine austragen. Nee. Vor allem dürfen wir keine Zeit verlieren. Siebert? Gehen Sie runter zur Straße und treiben Sie eine Kutsche auf. Wir müssen zügig aufbrechen. Wohin? Nochmal vielen Dank für alles. Gute Frage. Ihre Aufopferung. Nach Transsilvanien natürlich. Oder so. Sind wir von Anfang an hin direkt ja. hin. Und seien Sie sich gewiss, dass Ihnen meine Tür immer offen steht. Ich hoffe auf ein baldiges Wiedersehen. Allerdings mache ich mir Sorgen um Sie, Professor. Wohin verschlägt es Sie als nächstes? Wir werden einen Grafen bekämpfen und sein Schloss stürmen, bevor er sein teuflisches Werk vollenden kann. Jawohl. Wir gehen in die Höhle des Löwen und werden das Böse auf seinem eigenen Grund und Boden herausfordern. Wir reisen nach Transsilvanien. Jawohl. Wir sind quasi nach Kairo gegangen, ja. Um ein Dokument zu finden. Das uns sagt, der wohnt in Transsilvanien. Aber was keiner uns sagen könnte. Was nein. Weil der Übersetzer war tot in Wien. Das letzte Dorf vor dem Schloss und das Ende unserer Reise. Ja. Seaward ist seit einer Woche krank. Es war so schlimm, dass wir für zwei Tage Halt machen mussten. Ui. Aus Zeitvertreib habe ich die Klinge aus Ägypten zu einem Projektil umgebaut. Uhu. Es passt zu der Waffe, die in einem Buch aus der Wiener Universität beschrieben wird. Die Armbrust. Die Armbrust. Wer weiß, vielleicht wird sie sich als nützlich erweisen. Seaward wird mir in diesem finalen Schlagabtausch nicht zur Seite stehen können. Ohne ihn wäre ich jedoch nicht so weit gekommen. Tja. Da dies vielleicht die letzten Stunden meines Lebens sind, sei ihm und allen anderen gedankt. So, jetzt sind wir dort. Wow. Dramatisch. Ja, etwas. Dieses Mannshaus liegt ein ganzes Stück vom Dorf entfernt. Nichts und niemand wird uns helfen können. Mhm. Nichts und niemand. Kommen Sie, Seaward. Wir gehen in dieses Wirtshaus. Dort können Sie sich ausruhen. Das sieht echt ja, so aus wie... schnell! Ich halte das nicht mehr aus! Was tun die nur in ihr Essen? Komm schon. Da ist ein Babypferd. Ja. Ein Babypony. Irgendwie. So groß wie eine Katze. Ja. Ruhen Sie sich aus, Seaward. Auch wenn dieses Wirtshaus alles andere als einladend wirkt, es ist das einzige im ganzen Dorf und unser letzter Halt vor dem Schloss des Grafen. Okay. Gut, dann bleiben wir hier. Es wird Zeit,
dass ich mich hinlege. Es tut ziemlich weh. Nein, mein Freund. Wir können nicht länger warten. Die Zeit drängt. Ich werde alleine in diese letzte Schlacht ziehen. Überall Knoblauch und sieht aus so wie so ein Werwolf-Castle hier. Ne? Oben auf dem Dach waren auch irgendwie so Werwolf. Der Barkeeper kann uns auch hören. Ja. Was für ein Scheiß in Doublasmoor! Sieht aus wie ein Wirt, dürfte ich einen Blick in die Speisekarte werfen? Hey, das gehört mir. Was? Fassen Sie hier nichts an, oder ich werde ungemütlich. Ja, so. Als ob es in diesem Loch nicht schon ungemütlich genug wäre. Okay, überall Kreuze, aus welcher Perspektive auch immer man das betrachtet. Dieses Fenster wurde wohl eilig mit Brettern verbarrikadiert. So. Guten Tag, Sir. Guten Tag, Sir. Mein Name lautet Maurice Zatapati von der gleichnamigen Versicherung. Ah ja. Mein Kollege und ich suchen nach einer jungen, brünetten Dame, die in dieser Gegend unterwegs sein müsste. Sie ist Engländerin. Ich bin Abraham Duvarmin. Hin und wieder halte ich nach Mädels. Quatsche macht mich wahnsinnig. Ach so. Gut. Diese Frau muss sein. Sie ist sehr attraktiv. Sie sagte, sie würde ein Schloss besuchen. Sie war in Begleitung eines Löwen, eines Blechmanns, ach, komm, Vogelscheuche und eines kleinen Hundes. Sind hier nicht beim Zauberer von Oz? Er ist kein Mädel und auch kein Schloss. Ihr glaubt wohl, ich merke nicht, dass ihr euch über mich lustig macht. Und wenn ich Tieren gerne den Kopf abbeiße, was? Brauche ich mich dafür nicht zu schämen. Doch. Jesus. Eieiei. Ozzy, was ist hier los? Ah, hier sind diverse Dinge auf dem Tisch. Deine stirbt gleich. Am besten nehme ich Seawards Tabletten, bevor ein anderer sie einsteckt. Das könnte nützlich sein. Dürfen? Ich nehme es mit. Brezel. Die nehme ich mit, auch wenn sie nicht frisch ist. Lecker. So, das wollte er nicht geben, glaube ich. Das sieht aus wie eine Hey! Ja, ja. Als ob es in ungemütlich und so weiter. Aha, was ist denn hier noch so? Der Wildschweinkopf sieht sehr frisch aus. Dennoch sollten wir hier kein Steak bestellen. Wahrscheinlich nicht. Das muss der Schlüssel zu dieser Tür sein. Hey, das gehört mir. Ja, ja. Ungemütlich hoch 10. Was ist das? Eine klebrige, schleimige Substanz. Ich will gar nicht wissen, was das ist. Kann mir jedoch als Klebstoff nützlich sein. Meinst du? Dafür brauche ich etwas. Löffel? Wenn ihr in Transsilvanien wärt. Dann würdet ihr eine klebrige Substanz. Weiße Substanz. Weiß. Auf den Zit. Anaba. Würdet ihr genauso wie Kiki von Kiki Klick. So einen Löffel nehmen und dann. Das kann ich. Weiß nicht. Oh, weia. Eieiei. Keine Ahnung. Kleber mit Folie hat dir ja gefällt. Ah! Zusammengeklebtes Silberpapier. Zwinker, zwinker. Mhm. Huch! Glänzende Brezel. Na, ist klar. Ach. Hä? Das ist ein Schlüssel? What the what? Zusammengefügte Brezeln sind es erstmal. Vielleicht brauchst du mehr Brezel. Hm. Ja gut, mehr haben wir nicht, ne? Na, vielleicht reicht das so. Ich denke, du kannst vielleicht den Schlüssel austauschen, weißt du, dass der andere nicht mitkriegt. Ja, das könnte sein. Aber es sieht ein bisschen unvollständig, aber gut. Silberpapier mit einer merkwürdigen weißen Substanz um die Brezeln. Lecker. Hey, das gehört ja, mir, ja. Als ob es in diesem... Vielleicht muss er abgelehnt sein. Oder? Ja, möglich wär's. Oder wir gehen erstmal hier. Ah, stimmt. So, was gibt's denn hier? Da möchte ich nicht hingehen. Ach, möchtest du nicht? Also. Gut, dann nicht. Und links?
Da möchte ich nicht hingehen. Möchte er nicht. Dann gehen wir wieder rein. Super. Mhm. Sagen wir irgendwas. Das sieht aus wie ein. Nein. Hey! Als ob. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Was? Was willst du, hä? Also, das war schon. Das war die ganze Unterhaltung. Vielleicht mit unserem Freund. Mhm. Möchtest du eine Brezel? Genau. Hätte ich ein Nest voller Spinnen in meinem Magen. Das Einzige, was ich vertrage, sind diese Schmerztabletten aus Wien. Ja, dann geben wir ihm die halt. Ach. Hä? What? Das waren die Pillen, ne? Tja. Wie geht es Ihnen? Es fühlt sich an. Ja, ja. Mehr haben wir nicht, ne? Nee. Was haben wir denn hier noch? Aber das. Was? Noch nicht. Das muss der Schlüssel. Hey! Als ob. Probier mal die Tür. Ich kann Pferde hören. Ah, das haben wir noch nie geklickt, ne? Dort muss eine Kutsche sein. Ich würde gern einen Blick hineinwerfen. Wo wollen Sie hin? Da darf niemand rein. Lassen Sie bloß die Finger weg. Mhm. Mhm. Oh, Professor, die Schmerzen werden stärker. Ich halte das nicht länger aus. Seien Sie tapfer, mein Freund. Ich werde nach Medizin fahren. Mhm. Ah, okay. Was? Medizin. Mein Freund hat sich den Magen verdorben. Haben Sie zufällig etwas für ihn? Ich würde Sie großzügig bezahlen, falls Sie ein Heilmittel auftreiben könnten. Ich werde mal im Stall nachsehen. Ich glaube, ich habe dort irgendeinen Plan von An cool. und dazu mal. Das hilft. So, Igor. Aus dem Stall auch noch. Ja, yeah, das Pferd hat drauf gesessen. So, das nehmen wir mit. Ja, ja, stimmt. Gut, ich kann die Blätter auf dem Tresen unter die Lupe nehmen. Oh. Allerdings sind das keine Speisekarten, sondern Dokumente aus dem Schloss. Mein Gott! Harkers Schrift! Mein Gott! So, also. Auszug aus Harkers Tagebuch. Hat mich zu einer seiner Kreaturen der Finsternis gemacht. Von jetzt an bin ich bis in alle Ewigkeiten gefangen in diesem Albtraum. Sollte eine gnädige Seele diese Zeile lesen, so möge sie bitte tun, was auch immer notwendig ist, um mich von diesem Fluch zu befreien und zur ewigen Ruhe zu betten. Möge sie auch dieses Tagebuch aufbewahren. Darin habe ich alles notiert, was ich seit meiner Ankunft im Schloss meines neuen Herrn erlebt, gefühlt und gelernt habe. Vielleicht helfen ja diese Angaben, ihn irgendwann zu vernichten. Wenn dir, der du dieses Tagebuch liest, der Mut zu solch einer Tat fehlt, wende dich bitte an Professor Van Helse. Singen. Ja. Okay, cool. Ja, wir können uns nicht an uns selbst wenden. So, die Dokumente, die ich auf der Theke des Wirtshauses gefunden habe, bla, einer der Briefe stammt vom Grafen selbst, ein anderer voller unleserlicher Krankelei. Ist wohl von seinem Diener und auf der Rückseite dieses Dokuments ist die Handschrift meines Freundes Harker. Okay. What? Oh. Schauen etwas maroden. Das hier habe ich gefunden. Ein Mittel, das vor langer Zeit von dem Heiler aus dieser Gegend zusammengemischt wurde. Ja. Es ist sehr stark. Das glaube ich. Stark? Daran habe ich keinen Zweifel. Professor.
Das kriege ich nicht runter. Ja, Pedro erstmal. Überwinden Sie sich. Versuchen Sie es zumindest. Ja. Genau. Genau. Nur keine Angst. Aber warten Sie, ich tue noch mehr rein. Zusammen mit meinem Schnaps. Das ist besser. Mhm. Ich werde sterben. Ja. Ja. So oder so. Tun Sie so, als würden Sie es trinken. Aber vor allem beschäftigen Sie diesen Schwachsinnigen so lange, bis ich das Stalltor aufbekommen habe. Aber wenn Sie den Schlüssel nehmen, der an der Wand hängt, wird dieser Verrückte es bemerken. Aber wir haben einen neuen. Nicht, wenn ich ihn ablenke. Das kann ich nicht tun. Ach. Huh, was ist das denn? Ah, das ist von den Dingen gefallen. Ein Zahn hat sich vom Kopf gelöst. Ah, den kannst du jetzt voll. Ja. Nein. Dann Kleber? Ah. Ja. Nein. Ja, guck mal, weiß gar nicht, wie man einen Schlüssel baut. Mein Gott, das ist ja täuschend echt. Also. Das ist dasselbe fast. Perfekt, fällt gar nicht auf. Er wird denken, dass ich hinausgegangen bin und meinen falschen Schlüssel sehen. Vorausgesetzt, er will ihn nicht essen. Ab. Ach. Nein, zuerst. Ach so. Was muss er zuerst machen? Den ablenken oder loswerden. Aber. Oder. Guter Mann, mein Freund hat große Schmerzen. Haben Sie vielleicht etwas, das ein bisschen stärker ist? In der Tat. Ich glaube, hinter dem Tresen ist ein alter, selbstgebrannter Stein. Alles alt. Alles alt. Moment. Ich sehe mal nach. Mhm. Richtig gut. Hat mir auch geholfen. Ist die böse Kutsche. Blut. Die haben echt rote Augen, die Pferde. Blut. Hafer. Und Blut. Ja. Diese Werkzeuge brauche ich nicht. Erdbeermarmelade? Hoffen wir mal, dass das Erdbeer ist. Ja. Das könnte mir gelegen kommen. Nee, es ist einfach ein Eimer. Hafer. Für die Pferde. Nehme ich an. So. Diese Kutsche transportiert wohl die von Graf Dracula bestellten Waren. Und weil sie eingehängt ist, wird sie sicher bald losfahren. Ich muss einen Weg finden, um mich in der Kutsche zu verstecken und so das Schloss so schnell wie möglich zu erreichen. Wenn ich mich in diesem Fass verstecke, könnte ich direkt in das Schloss von Dracula gelangen, ohne gesehen zu werden. Diese Kutsche ist auffällig. Sie ist bis unters Dach mit Kisten aus Wien, Prag und sogar Paris beladen. Oh ja. Nein, nicht jetzt. Sonst landet der Wein auf dem Boden und der Kutscher würde es bemerken. Tja. Diese Tür führt nach draußen. Sie wird von außen mit einem Brett blockiert. Diese schwarzen Pferde haben rote Augen und lassen damit auf das Temperament ihres Besitzers schließen. Sie scheinen besonders nervös zu sein und aggressiv. Aggressiv. Ich geh mal dahin. Ich kann mich unmöglich nähern. Zuerst muss ich diese teuflischen Pferde beruhigen. Teuflisch? Mit Hafer? Das ist wahrscheinlich. Boshafte Bestien. Sie wollen keinen. Denk nach. Wie füttert sie mit Blut getränktes Hafermehl? Bösartige Hafer. Ja. Böser Hafer. Genau, nicht normal. Nein. Blut. Gut. Bäh. Na dann. Gut, sie fressen endlich und beruhigen sich.
Sie haben nur eine gute Soße gebraucht. Gute Soße. Soße. Ja, jetzt kannst du aber vorne, glaube ich. Jetzt, Weißt du? Du wolltest... Mhm. Dieses Loch im Boden führt wohl zu einem natürlichen Brunnen oder einem unterirdischen Fluss. In der Tiefe ist Wasser zu hören. Mhm. Da möchte ich nicht. Ja, weißt du, was ich meine? Ja, du wolltest... Das, Achso, nee, das habe ich ja nicht mehr. Wo wollte ich hin? Du wolltest nach vorne und du konntest nicht, weil die Pferde crazy waren, aber jetzt sind die beruhigt. Jetzt kann ich. Genau. Stimmt. Ah, hier ist auch noch ganz vieles. Ein vertrockneter, ausgeweideter Oh mein Gott. Nehmen wir mit. Braucht man immer mal. Das könnte nützlich sein. Ich nehme es mit. Hm. Ein Trichter. Eine Rinne. Eine alte Regenrinne. Ja, ne? Mhm. Und dann in den Abfluss da. Das könnte mir der Wein, ne? Mhm. Mhm, glaube ich auch. Der gute Wein. Diese Tür führt nach draußen. Sie wird von außen mit einem Brett blockiert. Ja, das wissen wir. Gut, okay. Trichter an den Dings. Nein, nicht jetzt. Ach so, nee, okay. Dann bauen wir was. Nein, bauen wir nicht. Bauen wir nicht. Was ist da drin? Nix. Was machen wir mit diesem Biber-Kadaver? Der Biber ist sehr random. Nein. Nein, nicht jetzt. Ja, vielleicht muss ich an der anderen Seite anfangen, hä? Nee, das kann auch sein. Aber dieses Loch im Boden für... Ah, vielleicht bist du so klein. Pack mal die Kiste erst. Nein, nicht. Ah. Na also, perfekt. Mhm. Dafür brauche ich etwas. Nein, das kann... Nein, nicht. Ah, okay. Ja gut, das ist eine bestimmte Reihenfolge jetzt, ne? Na also, okay. Perfekt. Verstehe. Nein, nicht jetzt. Was? Sonst landet der Wein... zwecklos. Okay. Ist das so kurz? Brauche ich den Biber? Perfekt. Muss das erst durch den Biber durchlaufen? Nimm doch mal diesen Biber-Kadaver als Regenrohrverlängerung. Ist nicht wahr. Die hat ihm keinen Bock. Ich hatte keinen Bock. Gott, das ist wirklich... Naja, gut. Nein, nicht. Was? Was willst du denn noch? Einen Trichter, ne? Ja, ach so, den hab ich doch. Also. Ah, der kommt hier. An den Biber ran. An den Mund vom Biber. Mann. Trink. Ob das jetzt funktioniert? Oh Gott, das ist wirklich schlimm. Aber wieso muss ein Biber da? Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Frag nicht. Jetzt nur schnell weg mit dem Zeug. Ja. Eins. Stell dir vor, du bist in der Schule und jemand fragt dich, wie hast du dann eigentlich das gelöst? Und du sagst, ja, du passt den Biberkadaver da in den Bein. Du verarschst mich, nein. Richtig gut. Ich meine, viele Möglichkeiten hatte man ja nicht, aber... gut. Zumindest die Dämpfe tun bestimmt gut. Ja, hier, da steht irgendwas mit Wölfen drauf. So, jetzt aber hier zum Schloss. Zum Schloss? Ja. Aus dem Fass steigen, aber ich muss auf der Hut sein. Der Kutscher ist immer noch hier. Hm.
Ich muss einen Weg finden, um den Kutscher loszuwerden. Die sind alle irgendwie... Ja, ein bisschen. Ja. Und wenn ich ihn in eine Falle locke, oder eher unter eine Falle... Unter eine Falle? Gut, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, dann nehmen wir die Falle schon mal. Ja. Könnte mir nützlich sein. Ja. In dieser Schale landet das Blut des Opfers für den Metzger. Hm. Mhm. Ah, hier gibt es auch diverses. Ein stabiler Haken könnte ich gebrauchen. Und noch einen. Das könnte nützlich sein. Ich nehme es mit. An diesem Haken müssen große Tiere zum Ausweiden gehangen haben. Diese Ratte ist noch nicht lange tot. Aha. Dafür brauche ich etwas. Was ist das denn? Perfekt. Ach so. Nun denn. Das ist ein Minispiel, merkst du? Wo kommt das denn hin? Müsste da in den anderen sein? Ja, eigentlich schon. Gut. Erster Versuch. Ja. Direkt geklappt. Ja gut, aber man muss. Hat er jetzt die Ratte genommen oder was hat er gemacht? Ich hab die jetzt genommen. Eine eindrucksvolle Sammlung von Fällen. Seltsamerweise wurden all diese Fälle durch tiefe Einschnitte einer Axt ruiniert. Ja gut. Ein Flaschenzug. Vielleicht kann ich ihn verwenden. Eine eindrucksvolle Sammlung. Hinter dieser Türe kann ich den Kutscher hören. Er kümmert sich wohl um das Gepäck und könnte jeden Augenblick zurückkehren. Dafür brauche ich etwas. Was ist das denn überhaupt? Ist das ein Platz für die Falle, oder? Da. Nein, ich muss es nochmal versuchen. Achso. Platz für die Ratte. Gut. Buck. Und dann die Falle. Zweck. Nein? Okay. Dann nicht. Dann, was haben wir noch? An diesen Seilen klebt Blut. Einige wurden durchgeschnitten. Ah, nimm die andere auch. Das könnte nützlich sein. Ich nehme es mit. Das könnte nützlich sein. Ich nehme es mit. Schon wieder die Schale aus Kairo. Brauche ich etwas. Und? Was hat denn? Keine Ahnung, was das ist. Dafür brauche ich. Ach. Dafür brauche ich etwas. Na gut, vielleicht haben wir das noch nicht. Eine eindrucksvolle Sammlung von Fällen. Ja, ja. So, hier kommt die Schale vielleicht hin. Das ist das Blut von Dracula. Dracula. Was ist das hier? Ah, hier oben ist auch ein Haken. Ein Dingens. Ein zum Schlachten oder Zerstückeln von Tieren, die hierher gebracht werden. Okay. Aha. Easy. Ich verstehe immer noch nicht, wie unsere Falle funktionieren soll. Ja, ich auch nicht. Aber wir schauen mal. Und Rex fährt noch ein. Ja. Okay. Und was machen wir nun? Hier muss irgendwas noch hin. Die Blut hin? Nein, das kann ich nicht tun. Kommt hier Blut hin? Dafür brauche ich etwas. Hm.
Vielleicht kommt das auf den Seil. Nein. Mhm. Aha. Dann. Und jetzt das Blut? Ich weiß nicht genau. Könnte sein. Zwecklos. Kann man die Ratte dafür brauchen? Die Ratte liegt da jetzt. Vor allem, man weiß auch nicht mal, was das ist. Wenn ich dorthin gehe, könnte ich entdeckt werden. Mhm. Ich muss einen Weg finden, um den Kutscher loszuwerden. Unter eine Falle. Hm. Ach so, vielleicht... Nee. Nee, ist nichts weiter. Vielleicht brauchst du das hier, dann kannst du das anpieksen mit mir was. Dafür brauche ich etwas, sagt er. Dafür brauche ich. Und wir wissen noch nicht mal, was das ist. Dafür brauche ich. Verstehe nicht. Ja, das zum Beispiel. Aha. Aha. Ich meine, viele Sachen haben wir ja eigentlich gar nicht, aber... Dieses rosafarbene Päckchen beinhaltet Marmeladengläser. Aha. Wieso mussten wir das jetzt damit aufmachen? Das verstehe ich nicht. Na gut. Mein Gott. Mein Gott. In den Marmeladengläsern werden Herzen... Ja gut, eingelegtes. Wann? Was man halt so hat an Vorräten. Mhm. So, und das legen wir jetzt dahin. Nein, das kann Nein, ich nicht kann man nicht. Was ist das hier? Eine eindrucksvolle Sammlung von Fällen. Nein. Dafür brauche ich. Ist das noch zu? Sollst du das mehr schneiden? Ah, vielleicht. Mhm. Nee. Zwecklos. Ah, noch mehr Zeit. Na also. Perfekt. Ich weiß nicht, was er jetzt gemacht hat, aber... Ach so, das Boah, verbunden? Das ist so komplex wie ein Zoch. Ja. Aha, jetzt beginnt der Showdown, oder wie ist das? Hallo, Igor. Ich will ein Spiel spielen. Ja. Dum, dum, dum. Oh mein Gott. Hübsches Kind. Und? Hä? Da ist was hingefallen. Mm, lecker Ratte. Mm. Wah, Bock. Was ist jetzt da runtergefallen? Ach so, nee. In die Falle getappt. Okay, Igor. Geht's ja gut, Igor. Ein guter Mann. Guter Mann. Können Sie mir sagen, ob hier eine junge Frau eingetroffen ist? Ach, die ganze Zeit. Der Meister kriegt immer so hübsche junge Tja. Kinder. Ist die letzte dieser Frauen in diesem Teil des Schlosses zu finden? Natürlich. Natürlich. Beim Meister. Im Schlaf hört sie den Meister singen, damit er seine Liebste, die Erste, zurückholen kann. Mhm. Ja. So ist es. Verdammt! Das Monster hat mit seinem blasphemischen Ritual begonnen. Oh nein. Wo sind sie? Nicht weit, aber doch ziemlich weit. Du wirst nie da unten reinkommen. Sie wartet schon auf dich. Mhm. Wer wartet schon? Oh, die Schöne mit den schwarzen Haaren. Und das Biest mit den schwarzen Haaren. Tschö. Ich werde mich weiter umschauen. Ja, ja. So. Oh. Okay. Hier ist was. Vorhangkordeln. Wirklich sehr lang. Werden wir Dracula mit diesem Vorhang töten? Werden wir Nina befreien oder was von ihr übrig ist? Möchte überhaupt Nina zurück zu uns? Ja, das ist die Frage, ne? Das und vieles mehr erfahren wir in der nächsten Folge.